Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Bevor ich mit diesem Video anfange, möchte ich auch einfach noch kurz sagen, dass es die nächsten Wochen keine Playmo-Specials mehr gibt. Ich werde keine Zimmer jetzt erstmal mehr einrichten, aber nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich zurzeit einfach nicht die Möglichkeit habe. Aus welchem Grund verrate ich nicht, das bleibt privat. Ich probiere trotzdem jede Woche ein Video hochzuladen, das handelt sich dann halt um andere Sachen, aber ich gebe mir große Mühe und jetzt habe ich noch ein paar Fragen an euch. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe immer Probleme mit meinem Papier, Bilder, Stoffe und alles mögliche Probleme wieder zusammenzusuchen. Und mein Ziel ist es eigentlich, ein Produkt zu entwerfen, wo einfach lauter Sachen drin sind, die man dafür verwenden kann, um sein Haus aufzuschönern, zu pimpen. Genau, und da wollte ich euch fragen, ob ihr denn auf sowas Lust hättet, und was bei euch denn da auf jeden Fall drin sein muss. Ich habe hier mal ein paar Papiere für euch und wollte euch fragen, ob die euch denn überhaupt gefallen und was bei euch da unbedingt drin sein müsste. Also meine Ideen waren jetzt so verschiedene Bilder, die man ausschneiden kann und verschiedene Papierblöcke in verschiedenen tollen Mustern. Ganz verschiedene Sachen, einfach ganz viele Stoffe, schöne Stoffe für Bettlaken oder irgendwie sowas, dass man halt einfach sein Haus mal herrichten kann. Und das alles in einem Set würde ich gerne ein Produkt entwerfen. Und da ist jetzt eure Frage, meine Frage an euch, ob ihr das denn überhaupt wollen würdet. Und ihr könnt mal hier oben auf i abstimmen, wie ihr das finden würdet. Und wenn ihr Ideen habt, dann schreibt es einfach in die Kommis. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ich möchte heute mit euch zusammen einen Hintergrund für Playmobil bzw. eine Kulisse basteln oder bemalen. Und dafür benutze ich hier dieses Mörla, die Zeichenpapierrolle. Die hat nur 4 Euro gekostet, die gibt es bei Ikea. Kann ich euch echt empfehlen, da habt ihr so viel Papier. Ihr könnt es für auch andere Zwecke benutzen, aber eben auch super für Playmobil-Hintergründe, auch gut von der Größe passt es. Es ist dünn, ihr habt wirklich was davon, für den Preis geht's auch. Hier übrigens, es ist keine Werbung, ich finde es einfach nur cool. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, eine bunte Kulisse zu erschaffen. Am liebsten eine Landschaft mit vielen Häusern und Bergen. Und die wird dann später in der Ecke bei mir aufgehängt, also so über die Ecke. Unten drunter, also stelle ich dann halt einen Tisch, da kommen dann die Grasfläche drauf. Und dann habe ich einfach eine Ecke, wo ich immer meine Kulissen aufbauen kann und auch wieder abbauen kann, und da habe ich dann einfach diesen wunderschönen Hintergrund. Natürlich fange ich zuerst mit den Häusern an, die werden bei mir schön bunt, so wie dieses hier in Orange, und ich benutze einen Farbmalkasten mit schön leuchtenden Farben, weil das einfach schöner ausschaut, als wenn man mit so einem Kinderfarbmalkasten malt und die Farben dann schnell wieder verbleichen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr zum Beispiel auch eure Freunde oder Geschwister fragen, ob sie euch denn helfen. Dann wird es ein schönes Gemeinschaftsprojekt. Die Häuser schauen anders aus und es macht einfach viel mehr Spaß zusammen. Und in einem Dorf oder in einer Stadt stehen natürlich auch verschiedene Häuser. Zum Beispiel haben wir hier eine Kirche. Und mit unseren tollen Wasserfarben haben wir dann in manchen Häusern einen Farbverlauf reingebracht. Das seht ihr hier zum Beispiel im Haus. Gefällt mir richtig gut. Das macht echt was her. So richtig verziert und dekoriert wird unsere Stadt natürlich nicht, aber mit ein paar Kleinigkeiten kann man die Stadt noch etwas aufpimpen. Zum Beispiel haben wir hier einfach eine Vase und ein paar Vorhänge an die Fenster gemalt, bei diesem Haus hier auch. Und dann geht es auch weiter mit den nächsten Häusern. Wie ihr seht, füllt sich langsam unsere Stadt mit Häusern. Ich muss sagen, mir gefällt eine bunte Stadt sehr, sehr gut. Ist natürlich Geschmackssache. Wenn ihr lieber eine einfarbige Stadt haben wollt oder eine relativ schlichte Stadt, könnt ihr das natürlich machen, so wie ihr wollt. Nachdem ich die Häuser dann soweit gemalt habe, fange ich dann mit den Bergen oder Hügeln an. Und hierfür benutze ich verschiedene Grüntöne, dann schaut das Ganze etwas lebendiger und schöner aus. Und eine schöne Sonne und ein hellblauer Himmel darf natürlich auch nicht fehlen. Für den Himmel benutze ich wieder verschiedene Blautöne, dann schaut das Ganze einfach wieder schöner aus. Unsere Stadt wird jetzt dann langsam auch immer voller. Es ist auf jeden Fall mehr Arbeit als gedacht. Aber wenn man laut Musik hört und was zusammen macht, ist das auf jeden Fall ein schönes Projekt. Zwischen den Häusern könnt ihr natürlich auch Gartenzäune malen, so wie hier oder wie hier. Und kleine Pflanzen noch malen. Das gibt dem Bild einfach nochmal so ein gewisses Etwas. Hier hat zum Beispiel jemand einen Gartentisch gemalt mit 2 Stühlen, auch sehr süß. Oder hier wurde noch eine Holzkiste gemalt, auch total schön. Jetzt wird dann der Himmel noch ausgemalt und die Berge in verschiedenen Grüntönen.
Und dann sind wir auch schon fast fertig. Mir gefällt das Dorf ja bis jetzt, oh, ich bin umgefallen, Stein. Sehr, sehr gut. Es ist noch schöner geworden, als ich mir vorgestellt habe. Einfach total schönes Projekt, bunt, genauso wollte ich es haben. Und in welchem Haus würdet ihr lieber wohnen? In diesem hier oder in diesem hier? Stimmt mal hier oben auf dem i ab oder schreibt es in die Kommentare. Und das ist jetzt unser Endergebnis. Also wenn das mal nicht schön ist, ihr müsst mal hier oben auf dem i abstimmen, wie ihr das findet. Also ich finde es mega, mega, mega schön. Es ist viel schöner geworden, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch trocknen und dann können wir es später aufhängen. Und wenn das Ganze dann getrocknet ist, könnt ihr es natürlich aufhängen oder einfach wieder aufrollen und in den Schrank verstauen. Ich werde die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal ein oder zwei Hintergründe malen. Es ist viel Arbeit, aber es macht einfach mega viel Spaß und das Ergebnis ist einfach super. Und ich weiß nicht, jeder von euch hat so eine Papierrolle, aber ihr könnt ja als Alternative auch einfach euch DIN A3 Papiere zusammenkleben oder DIN A4 Papiere. Und wenn ihr das auch nicht habt, dann malt euch doch das Ganze einfach auf einen alten Bettlaken, auf einen weißen. Das könnt ihr auch super aufhängen und danach auch wieder schön zusammenfalten und in den Schrank legen. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierher angeschaut habt und ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass ihr so eine gute Community seid und wirklich nett seid zu mir mit netten Kommentaren und meine Videos anschaut und das macht mich wirklich glücklich und ich tue das Beste für euch, dass regelmäßig Videos kommen und ich hoffe auch, dass dieses Video euch gefallen hat. Und jetzt werden natürlich dann noch zwei gegrüßt. Okay, es wurden jetzt doch drei Kommentare, da grüße ich jetzt drei. Ich würde euch ja am liebsten immer alle grüßen, aber ich glaube, niemand schaut sich 5 Minuten lang an, wie ich irgendwelche Leute grüße. Deswegen dieses Mal nur drei. Ich grüße die Emily, dann grüße ich noch die Leonie und zum Schluss noch die Olivia. Liebe Grüße an euch drei. Wenn auch du gegrüßt werden willst, dann schreib einfach einen Kommentar. Und vielleicht hast du Glück und du wirst beim nächsten Mal schon gegrüßt. Ich sag jetzt Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.